Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir. Dieses Video soll als kleinen Einstieg dienen für Genshin Impact, damit ihr wisst, was das für ein Spiel ist, was ihr so viel Funktion habt und auf welche Funktionen ihr euch konzentrieren solltet in den Game, während ihr das Ganze spielt. Ich habe dazu schon mal ein startendes Video gemacht, nachdem ihr so das Grundprinzip verstanden habt, wo ich erklärt habe, auf welchen Content ihr euch in den ersten Stunden des Spiels konzentrieren solltet und warum. Das Ganze werde ich nochmal mit einer Endcard verlinken, das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, schaut dort auf jeden Fall einmal vorbei. Doch erstmal die Frage, was ist Genshin Impact? Genshin Impact ist ein RPG, bei dem ihr hier über eine riesige Welt läuft. Das erinnert so ein bisschen an Zelda Breath of the Wild vom Design her, von dem ganzen, ich entdecke überall etwas, an jeder Ecke finde ich mal eine Truhe, finde ich Gegner, finde ich den Mini-Challenge, hier ist quasi überall etwas auf der riesigen Map, das Design erinnert an Zelda, nichtsdestotrotz hat es sehr viele Unterschiede, zum einen die Charaktere, die verschieden sind, wie der Kampfstil ist, dass ihr hier mit Elementen kämpft, worauf ich gleich zu sprechen kommen werde und wie ihr die Charaktere erhaltet, das kennt man so nicht aus Zelda. Das Spiel ist dabei kostenlos, auf PC verfügbar, PlayStation verfügbar, als auch Mobile verfügbar. Cross-Save bedeutet, ihr könnt in dem einen Spiel speichern und woanders weitermachen, habt ihr nur zwischen PC und Mobile, das heißt die PS4-Version ist quasi für sich alleine dort. Doch was macht man in diesem Spiel? Eigentlich geht es darum, dass man hier ja die Story spielt und nebenher die ganze Welt entdeckt, aufdeckt, Nebenaufträge erfüllt, dabei seine Helden nach und nach trainiert, diese werden immer stärker und dann halt erstmal die Story komplett genießt. Sehr viel Endgame-Content hat das Spiel noch nicht, es wurde aber bereits angekündigt, dadurch, dass dauerhaft Updates kommen, dass das Spiel um Endgame-Content erweitert wird. Aktuell gibt es so einen Challenge-Dungeon, den könnt ihr irgendwann spielen, irgendwann soll vielleicht noch PvP kommen, aber zum Zeitpunkt jetzt ist es ein reines PvPe-Spiel, und ihr könnt das Spiel in eurem ganz eigenen Tempo genießen. Während ihr also das Spiel und die Vielfalt genießt, werdet ihr wahrscheinlich sehr viel einfach nur über die Map laufen und versuchen hier auf der Map Dinge zu entdecken, Neuigkeiten aufzudecken. Das heißt, hier seht ihr, der ganze Bereich ist noch schwarz, den müsst ihr die erstmal aufdecken, damit ihr spielen könnt, was sich dahinter bewirkt. Das heißt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr hier immer über Statuen gehen, werdet diese entdecken, dort könnt ihr euch hin teleportieren. Ihr habt super viele, wenn ihr ranzoomt auf dieser Minimap, Teleportsteine, wo ihr euch hin teleportieren könnt, die ihr erstmal entdecken müsst. Ihr habt auf der Map selber, wie ich schon erwähnt habe, Truhen und ähnliches, bedeutet ein Großteil des Spiels werdet ihr nicht die Story verfolgen, sondern werdet einfach diese ganze Welt und ihre Blüte entdecken. Dabei ist es wichtig, auf der Map dabei zu achten, wo ihr wahrscheinlich als nächstes hin wollt. Das bedeutet, auch ohne Mission könnt ihr schon mal hingehen und mir die ganzen Teleportsteine freischalten. Dadurch würde ich mein Account-Level weiter pushen und mit einem höheren Account-Level werde ich auch weiter in der Story spielen können, da diese an euren Account-Level gebunden ist. Also es ist sehr wichtig, hier die ganze Welt zu entdecken. Was gibt es also auf der Weltkarte? Wie gesagt, es gibt diese Teleportsteine, als auch, dass es solche Tempel gibt, zu denen ihr euch auch teleportieren könnt. Das sind Mini-Challenges, bei denen ihr euch weitere Belohnungen für Spiel abholen können und mit der wichtigste Content, den ihr so spielen könnt, ist hier diese Gedeide-Elemente. Das gibt es dann auch hier nochmal in einer anderen Form. Das ist jetzt auch ein Gedeide-Elemente mit Blüte der Offenbarung. Diese Dungeons sind an eure Ausdauer gebunden. Ihr habt insgesamt 120 Ausdauer, die werden jetzt hier oben rechts unter meinem Bildschirm bzw. unter meiner Webcam und nachdem ihr diese benutzt habt, füllen sie sich wieder über Zeit auf. Sie können also, da ihr maximal 120 haben könnt, cappen und dann würde es für euch bedeuten, dass ihr Zeit verschwendet. Es ist nicht so schlimm, weil das ein PvE-Game ist, aber wenn ihr könnt, schaut einfach mal alle paar Stunden rein und macht zumindest eine Blüte der Elemente, damit ihr am Ende des Tages hier alle Belohnungen mitnehmt, die es gibt, da ihr darüber zum Beispiel eure Helden leveln könnt, was sehr wertvoll ist. Wenn wir jetzt also über das Thema Leveln der Helden reden, schauen wir doch direkt einfach mal auf unsere Helden drauf. Ihr habt ja eine Characterbox, mit dem ihr erstmal mit einem Helden startet. Das ist entweder ein Männchen oder ein Weibchen. Es ist dabei vollkommen egal, für was ihr euch entscheidet. Die haben die gleichen Effekte und es gibt ja, wie gesagt, immer so Elemente. Das heißt, ihr habt hier ganz viele Helden mit verschiedenen Elementen wie Feuer, wie hier Eis. Der Hintergrund zeigt es direkt schon. Oder hier auch Wind und sie ist gerade bei mir Erde. Das heißt, es ist eher so ein leicht erdiger Ton. Und das bringt ihr quasi mit in dieses Spiel. Das ist auch sehr wichtig dabei, wenn ihr euch entscheidet dazu, welche Helden ihr fokussiert und welche Helden ihr nicht fokussiert, denn ihr könnt eure Helden sowohl leveln, ihr könnt ihnen Ausrüstung geben, ihr könnt ihnen Waffen geben. Was gibt es hier also? Schauen wir erstmal auf die Waffen und dabei haben wir für jedes Helden oder für jeden Helden quasi eine eigene Waffe. Wir haben hier Schwerter für sie, wir haben Bogen für ihn, Bücher für ihn, sie bringt tatsächlich auch wieder einen Bogen mit und darauf müsst ihr dann einfach achten, dass wenn ihr die Waffe ausrüstet, kriegt ihr auch automatisch angezeigt, was für Waffen es gibt. Die haben eine unterschiedliche Seltenheitsstufe.
Je höher die Stufe, desto besser ist natürlich grundsätzlich eine Waffe. Allerdings könnt ihr diese ganzen Waffen auch leveln und könntet so theoretisch eine Level 20 Waffe stärker machen als eine Level 1 5-Star oder 4-Star Waffe. Das bedeutet, ihr müsst auch auf nicht nur das Leveln eurer Helden achten, sondern auch auf das Leveln eurer Waffen. Mit diesen Waffen kriegt ihr natürlich Bonus-Damage als auch Bonus-Werte, die relativ wichtig sind. Das kann sowas sein wie kritischer Schaden wird erhöht, euer Widerstand gegen andere Elemente wird erhöht und. Neben der Waffe, die jeder Held hat, kommen auch Artefakte für jeden Helden mit dazu. Und Artefakte könnt ihr euch als eine Art Ausrüstung vorstellen. Ausrüstung insofern, dass ihr hierüber auch wieder Bonuswerte kriegt, wie Verteidigung, LP, Angriff, bedeutet ihr rüstet hier das einfach aus und dann kriegt ihr die Bonuswerte und dann seht ihr rechts auf meinem Screen Wanderarzt.Z mit zwei Teilen. Das bedeutet einfach nur, dass wenn ihr auf eure Artefakte schaut, diese immer hier entweder sowas wie Wanderarzt mitbringen oder Abenteurer, das ist quasi deren wie lasse ich mich kombinieren mit anderen Artefakten. Bedeutet, wenn ihr hier an 4 der 5 Positionen jeweils das gleiche habt, kriegt ihr 2 Set-Effekte mit. Achtet darauf, dass ihr möglichst immer mindestens 2 Zweier-Sets oder ein 4er-Set bei eurem Team dabei habt, um das Maximum aus euren Artefakten herauszuholen. Hier gilt das gleiche. Je höher die Sterne, desto besser ist das Artefakt natürlich. Und wenn ihr es levelt, wird es auch besser. Ihr solltet euch wie bei den Waffen darauf konzentrieren, eher hochstufige Artefakte und Waffen zu leveln und als die niedrigstufigen Artefakte und Waffen, dadurch, dass ihr natürlich die niedrigen Stufen irgendwann ersetzen werdet. Ihr solltet frühestens Stufe 3 leveln. Mehr lohnt es, die Stufe 4 zu leveln. Es ist allerdings nicht so schlimm, wenn ihr Stufe 3 Artefakte oder Waffen levelt. Dadurch, dass wenn ihr hier 100 XP reinschmeißt in dieses Artefakt Stufe 3 und das Artefakt dann benutzt, um hier dieses Artefakt Stufe 4 zu leveln, kriegt ihr von diesen 100 XP, die ihr hier reingeworfen habt, 90 für euer nächstes Artefakt. Zum Leveln benutzt ihr einfach schlechtere Artefakte und Waffen. Dann hat der Held noch ein bisschen mehr. Zum einen hat er hier ein Sternbild. Das Sternbild gibt euch quasi Bonusse. Wie kriegt ihr diese ganzen Boni für eure Helden über das Sternbild? Ganz einfach, indem ihr mehrere habt. Das heißt, wenn ihr nicht nur eine Amber, sondern zwei Ambers habt, das heißt, sie heißt Amber, könnt ihr hier das erste Konstellation freischalten, dann das zweite Sternbild, dritte, vierte, fünfte, sechste, bis ihr das Sternbild komplett habt und dann habt ihr das Maximum aus euren Helden rausgeholt. Jedes Mal, wenn ihr einen neuen Helden habt, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, welche Talente ein Held mitbringt. Die findet ihr unter dem Talente-Button ganz rechts. Das sind einmal 3 Angriffe und hier unten 3 passive Talente. Daraus solltet ihr relativ schnell lernen, ist euer Held eine Unit, die dazu da ist, um Schaden zu machen, oder ist das eher eine Supporter-Unit? Schaden-Units haben meistens nur Fähigkeiten wie macht hier Pyro-Damage, macht da Pyro-Damage und ähnliches, während Supporter-Units natürlich eher solche Fähigkeiten haben wie sie heilt eure Gruppe, sie erhöht den Angriff eurer Gruppe. Das ist relativ wichtig am Ende des Tages, um zu entscheiden, wie ihr das Teambuilding entscheiden bzw. gestalten wollt in eurem Team, denn das sollte ein guter Mix sein aus Damage-Dealenden Units als auch Supporter-Units. Also, was meine ich damit? Wir haben ein Team, das seht ihr rechts auf meinem Screen, aus 4 Units und diese 4 Units könnt ihr theoretisch selbstständig kombinieren. Hier über diesen Tab Truppe könnt ihr das ganz entspannt wechseln und jederzeit natürlich auch hin und her wechseln, wen ihr dabei haben wollt. Und dabei habe ich jetzt zum Beispiel 2 Damage Dealer hier mit reingehauen. Die Amber ist für mich ein Supporter, auch wenn sie keine Supporter-Fähigkeiten hat, genauso wie der Kaye, dadurch, dass ich noch keine so guten Supporter besitze, die es sich lohnt zu spielen. Von daher bedeutet für mich Supporter an dieser Stelle, welches Element bringen sie mit. Also, ihr habt hier ein Team aus 4 Leuten, versucht 2 Angriffsdealer, 2 Supporter mit dabei zu haben, die euren Damage erhöhen, die euch healen oder ähnliches, und wenn nicht, versucht die Elemente zu kombinieren. Ihr versucht nicht, hier 4-mal ein Erdelement mitzubringen, Erdelement, 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 das heißt, gleiche Elemente sind eher sinnlos für euch, sondern verschiedene Elemente machen Sinn, aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn ihr diese Elemente im Kampf kombiniert und dann in das Kampfsystem geht, das heißt, schauen wir einfach mal rein, dann könnt ihr theoretisch auf einen Gegner erst Feuerschaden machen, sodass er brennt. Und danach könnt ihr mit Blitz um draufhauen und macht einen Bonusschaden. Und so hat jede Elementkombination, die werden euch alle im Verlauf des Spiels gekommen, erklärt ganz eigene Effekte, wie Verteidigung des Gegners reduzieren, den Gegner einfach einfrieren. Das heißt, wenn ihr erst Wasser macht und dann Eis, dann ist er natürlich eingefroren. Und daher solltet ihr verschiedene Elemente in eurer Truppe kombinieren, anstatt nur das gleiche Element mitzunehmen. Ein genaueres Video dazu, wie ihr euer Team aufbauen solltet, werde ich noch machen auf diesem Kanal. Bedeutet, wenn ihr Interesse daran habt, wie das Teambuilding im Detail aussehen sollte, lasst auf jeden Fall hier ein Abonnement auf dem Kanal da und dann wird die nächsten Tage schon direkt das Teambuilding 101 Video kommen, wo ihr einfach lernt, welche Units beispielhaft gut zusammenpassen, aus welchen Gründen, damit ihr dann vielleicht einen Eindruck daraus kriegt, falls ihr jetzt selber nicht hingehen wollt und euch, ich sag mal, die Effekte durchlesen wollt oder ähnliches. Aktuell gibt es ja noch relativ wenig Units mit gut 20 Helden, die man spielen kann, von daher lässt sich das noch ganz gut übersichtlich gestalten.
Doch wie kommt ihr überhaupt an diese neuen Helden dran? Dafür gibt es eine Funktion, die nennt sich Gebet. Die findet ihr auch ganz normal in eurem Menü. Und dort gibt es verschiedene Banner. Und ich wurde in meinem Stream immer wieder gefragt, ey, yo, Sonius94, bei welchen Bannern sollte ich ziehen? Übrigens, falls ihr mir auch Fragen stellen wollt, könnt ihr das entweder über die Kommentare machen oder ihr hättet die Möglichkeit, in meinen Streams vorbeizuschauen. Dienstags, Freitags, Sonntags, jeweils um 21 Uhr. Und auch heute, wenn das Video online kommt, wird es einen Extra-Stream um 21 Uhr geben. Wahrscheinlich, von daher schaltet auf jeden Fall vorbei. Ihr könntet aber auch in den Discord in der Videobeschreibung gucken, da haben wir eine kleine Community und dort könnt ihr auch jederzeit Fragen stellen in dem Bereich Genshin Impact auf jeden Fall. Also, hier gibt es verschiedene Banner und weil ich das in meinem Stream gefragt wurde, wo solltet ihr ziehen? Es gibt ganz zu Beginn einen Beginner-Banner, den habe ich nicht mehr, dort könnt ihr nur zweimal ziehen und die zwei Ziehungen solltet ihr machen, denn die kosten euch weniger von der Ingame-Währung, die ihr freispielen könnt und dementsprechend lohnt es sich hier besonders zu ziehen. Die anderen Banner kosten standardmäßig 1 oder 10 von der Ingame-Währung, es ist egal, ob ihr mit 1 geht oder mit 10 geht, ihr habt die gleichen Chancen, einen guten 5-Star-Helm zu kriegen. Es gibt also neben diesem Banner, den ihr jetzt gerade seht, immer einen Standard-Banner. Und diesen Standard-Banner könntet ihr theoretisch benutzen, wenn ihr die Währung dafür freigespielt habt. Allerdings solltet ihr nicht hingehen und diese Währung hier, das Urgestein, das ist nämlich die Währung, die ihr Free-to-Play erspielen könnt, über Quest, über tägliche Missionen oder ähnliches, die solltet ihr nie benutzen, um daraus diese Währung zu machen und dann in den Standard-Banner zu ziehen. Denn dieser Banner hier, dem wird es quasi jetzt nur 20 Tage geben und so ein 20- bzw. 21-Tage-Banner wird es immer geben in Zukunft. Das heißt, wenn dieser Banner vorbei ist, gibt es einen anderen Banner, der hier zeitlich begrenzt ist und dann wieder einen anderen Banner, der zeitlich begrenzt ist und diese haben eine eigene Währung und in die solltet ihr eher investieren, wenn ihr könnt, denn hier sind Helden, die es nur zeitlich begrenzt gibt und nicht dauerhaft, während der Standard-Banner standardmäßig immer da ist und dementsprechend ihr keinen Stress habt, dort Helden zu ziehen. Außerdem sind die Helden aus dem Standard-Banner regelmäßig hier in den zeitlich begrenzten Bannern. Also, wenn ihr euch entscheiden müsstet, zieht lieber hier eure neuen Helden. Das Ganze ist wie eine Art Booster-Pack, das heißt, ihr zieht da drin, hofft, dass ihr einen Helden kriegt und dann natürlich, dass dieser Held eine möglichst hohe Qualitätsstufe hat. Allerdings ist es nicht wichtig, dass ihr einen 5-Sterne-Helden habt. 4-Sterne-Helden reichen genauso gut, um die Story und ähnliches zu spielen, dadurch, dass es halt noch kein PvP gibt, ihr dementsprechend nicht gegen andere User ankommen müsst und ihr selbst in eurem Tempo die Welt entdecken könnt und das Kombinieren von Elementen viel wichtiger ist, als dass ihr nur einen einzelnen guten Helden habt. Allerdings, wenn ich schon darüber rede, einen einzigen guten Helden, wenn ihr doch wieder darauf achtet, welche Helden ihr leveln solltet, hier in eurer Truppe oder allgemein aus euren Figuren, konzentriert euch am besten erstmal nur auf 4 Helden, wenn nicht sogar nur 2 oder 3 Helden, denn die Währung dafür wird langfristig sehr teuer sein, die Helden zu entwickeln und zu trainieren und am Ende des Tages wollt ihr lieber einen Damage Dealer, der Level 60 ist und die anderen Units, die nicht Level 60 sind, die könnt ihr dann einfach nur super kurz in euer Team holen, das heißt, ich drücke jetzt auf die 3, hab den Ice Dealer, hau kurz Ice Damage raus, einen Damage Dealer und haut dann den Damage oben drauf raus. Deswegen könnt ihr halt wenig Units irgendwie leveln und die anderen Supporter nehmt ihr quasi nur mit, um hinzuchangen, Effekt zu aktivieren und dann wieder zurück zu changen. Natürlich, langfristig wollt ihr jeden leveln, aber kurzfristig und mittelfristig solltet ihr euch auf wenige Helden konzentrieren, falls ihr möglichst ja auch schwierigeren Content in dem Spiel schaffen wollt. Ansonsten gibt es viele kleine Elemente in diesem Spiel, die ihr wahrscheinlich im Verlauf des Spiels selber entdecken werdet. Ich werde einmal nur ganz kurz darüber gehen. Das eine ist zumindest diese Statue der 7, das heißt, wenn ihr euch hier hin teleportiert, könnt ihr theoretisch beten. Dafür braucht ihr Anemokulusse oder Geomokulusse, je nachdem, wo ihr gerade seid auf der Map. Die heißen eigentlich immer Kolusse. Und diese sammelt ihr einfach überall auf der Map. Das sind so Sternchen, die ihr in der Minimap seht. Sobald ihr einen angesammelt habt, Tipp des Tages, markiert ihn euch, dass ihr ihn gesammelt habt. Das wird euch langfristig helfen, glaubt mir, falls ihr sie nochmal suchen wollt, wisst ihr, welche ihr schon eingesammelt habt. Nichtsdestotrotz könnt ihr diese bei der Statue spenden, erhaltet dadurch mehr Ausdauer, die ihr braucht zum Sprinten oder ähnliches. Das lohnt sich immer sehr und ihr könnt an der Statue außerdem auch heilen. Ihr seht, ich heile jetzt gerade automatisch. Das könnt ihr aktivieren, indem ihr hier hingeht zum Segen der Statue und hier das Ganze auf 100% stellt oder ähnliches und ihr fertig seid. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr manuell hingehen und so euren Helden heilen und seid dann happy. Weiter gibt es auch hier in dem Maindorf eine Abenteuergilde, die ist auch sehr wichtig, weil ihr dort mit jedem neuen gestiegenen Abenteuerlevel, das ist euer Accountrang, euch kleine Belohnungen abholen könnt aus der Abenteuergilde. Das sind sowas wie die Ingame-Währung, die ihr braucht, ja, um neue Helden zu ziehen, als auch, dass ihr euch hier
abholen können ab Quest 12, dass ihr tägliche Quests spielen könnt. Und irgendwann schaltet ihr über eine Nebenquest frei, dass ihr Helden auf eine Erkundung senden könnt. Dadurch kriegt ihr halt noch weitere Materialien nach und nach. Das heißt, ihr seht, ich habe hier zwei Helden auf der Erkundung und die bringen mir Erze und ähnliches als auch Futter zurück. Also immer sehr wertvoll. Nehmt das auf jeden Fall mit. Dann noch ein kleiner Mini-Tipp, kocht mit euren Helden, beziehungsweise geht hin und kauft Essen, das landet dann in eurem Inventar und wenn ihr Probleme habt, egal wo ihr seid, ob ihr gerade am Schwimmen seid, ob ihr am Kämpfen seid, ihr könnt hier mitten im Kampf euch Futter reinziehen, heilt dann wieder ein bisschen LP, könnt theoretisch Helden wiederbeleben, als auch, dass wenn ihr gerade unterwegs am Schwimmen seid und euch die Ausdauer leer geht, ihr theoretisch etwas essen könnt, was euch wieder Ausdauer bringt und dann könnt ihr noch weiter schwimmen. Also achtet auf euer Inventar, achtet euch auf eure Nahrung, auch wenn ihr unterwegs seid, sprecht möglichst viele Leute an, random, dadurch, dass ich es im Stream vorhin erlebt habe, dass ich hingegangen bin, habe mit einer Person gesprochen, die hat mir direkt eine 4-Sterne-Waffe geschenkt, das war halt extrem geil, einfach so mit irgendjemandem in der Welt gesprochen und das kann jeder von euch, wenn irgendjemand auffällig aussieht, hat er meistens eine Quest für euch in der Welt. Das ist eigentlich alles, was ich erstmal für euch mitgeben möchte auf dem Weg. Also hier gibt es super viel zu entdecken. Der größte Tipp, den ich euch einfach geben kann, ist, geht selber hin und entdeckt. Achtet nicht zu 100% auf YouTube-Videos von mir. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr vielleicht was daraus mitnehmt. Aber versucht in diesem Spiel möglichst erstmal sehr viel selber zu entdecken, damit ihr jetzt nicht darauf angewiesen seid, dass ihr nur, wenn ihr weiterkommt wie in dem Video oder ähnliches habt. Denn diese Welt ist so groß, man kann eigentlich nichts dabei falsch machen, wenn es nur daran geht, Quest für Quest zu Quest für Quest zu Quest zu erfüllen und deswegen kann man sehr gut hingehen und alleine die Welt entdecken und ist nicht auf andere Leute angewiesen, die ihnen erzählen, wie es funktioniert. Das ist der größte Tipp, den ich euch mitgeben kann. Also habt einfach Spaß am Spiel und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Das war's von mir, euer Sonjas94.